So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream hier im Kurs Mobile Apps für Android. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Wie immer können Sie auch kurz Hallo sagen, schreiben Sie was in den Chat rein, sagen Sie mir kurz Bescheid, ob Sie mich sehen und hören können, damit ich halbwegs zuversichtlich bin, dass ich Sie auch erreiche. Und wir dann auch gleich loslegen können mit dem, was wir uns heute wieder anschauen werden. Während Sie sich noch sammeln, vielleicht tatsächlich kurz Hallo in den Chat reinschreiben, sage ich Ihnen ganz kurz, was wir vorhaben. Ich würde gerne mit Ihnen heute die Arbeit an dieser Sound Machine abschließen. Und nachdem wir uns in der vorherigen Woche oder in der Vorvorwoche eher mit dem Planerischen beschäftigt haben, in der letzten Woche dann diesen technischen Aspekt der Sounds und des Soundabspielens uns angeschaut haben und da ein relativ umfangreiches Software-Design für umgesetzt haben, möchte ich Ihnen heute zum Abschluss noch kurz zeigen, wie wir das Ganze dann auch im User-Interface greifbar machen, und dazu implementieren wir uns basierend auf dem Recycler-View und mit entsprechenden View-Holdern ein entsprechendes User-Interface, in dem dann diese Buttons bzw. die verschiedenen Zustände der einzelnen Sounds angezeigt werden. Also das ist so der Scope für heute, das, was wir vorhaben. Ich würde gern mit Ihnen die App komplett abschließen und wir beschäftigen uns heute vorrangig mit dem User-Interface. Wenn Sie mitmachen möchten und auf dem Stand von letzter Woche vielleicht mitmachen möchten, dann schicke ich gerne nochmal den Link rum, der jetzt im Chat zu finden ist. Da können Sie sich ein Starterpaket runterladen. Es müsste auf dem Stand sein, an dem wir letzte Woche die App verlassen haben. Und vielleicht starten wir damit, dass wir ganz kurz uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir alles gemacht haben. Und dazu würde ich vorschlagen, schauen wir einfach direkt in den Code rein. Und ich sage nochmal ganz kurz, was genau der Schwerpunkt von letzter Woche war. Da haben wir uns mit diesen ganzen Sounds beschäftigt, wenn Sie sich erinnern. Wir haben uns angeschaut, wie können wir einen Sound alleine abbilden, also eine Soundfile von unserer Sound Machine repräsentieren. Dazu haben wir diese Soundklasse geschrieben, die aufbauend auf einer Datei, die wir aus den Ressourcen auslesen, dann ein Media Player erzeugt. Das ist so eine Framework-Komponente von Android, mit der wir einzelne Sounds abspielen können. Wir haben uns überlegt, wie wir den Zustand dieser Sounds innerhalb unserer Anwendung repräsentieren können, haben uns dazu dieses Enum überlegt, Loading, Ready und Playing, die drei Zustände, die so ein Sound annehmen kann. Loading deshalb, weil wenn die Soundklasse am Anfang initialisiert wird oder wenn da viele Instanzen von erzeugt werden, dieser Media Player, der die Kernkomponente für das Abspielen des Sounds bildet, der wird asynchron vorbereitet. Das heißt, wir sagen Android, wir hätten gerne einen Media Player für eine bestimmte Datei, dann dauert es kurz und dann können wir die das erste Mal benutzen. Und das ist der erste von drei Zuständen, den ein Sound haben kann. Der Media Player wird im Hintergrund vorbereitet, dann ist der Sound ready, und wenn wir den Sound irgendwann mal abspielen über die öffentliche Play-Methode, versetzen wir dieses Objekt in den Playing-Zustand, und erst wenn der Sound komplett abgespielt worden ist, wird er wieder in diesen Ready State übersetzt oder überführt, damit er dann das nächste Mal ausgeführt werden kann. Wir haben uns noch drumherum ganz viele Gedanken gemacht. Dieser Media Player liefert uns auch wieder einiges an Listenern, die wir abgefangen haben, beziehungsweise der Sound selber, den wir dafür registriert haben, der zum Beispiel dafür benutzt wird, um herauszufinden, wenn dieser komplette Playback-Vorgang einmal abgeschlossen worden ist oder wenn der Sound entsprechend initial einmal vorbereitet worden ist. Das fangen wir alles in dieser Soundklasse ab. Dann haben wir noch davor alle Sounds, die wir in der Anwendung haben, auch in dem Enum abgebildet. Jeder Sound hat hier zwei Informationen: einmal einen Titel und eine ID. Der Titel, irgendein String, der den Sound beschreibt. Die ID, der Verweis auf die entsprechende Ressourcendatei. Auf der Basis von dieser Sound Asset, von diesem Enum, werden im Sound Manager ganz, ganz viele Soundobjekte erstellt, und die bilden dann die Datengrundlage für unsere Anwendung. Wir haben uns auch überlegt, oder ich habe mir vor allem überlegt,
Wir müssen immer mal wieder sagen, was so der Zustand von einem Sound innerhalb unserer Anwendung ist, auf der Basis von diesem State-Objekt. Und damit wir dann nicht immer die Sound-Objekte selber rumreichen müssen mit dem Media Player, mit den ganzen Playback-Möglichkeiten und so weiter, gibt es noch so einen Proxy, ein Immutable-Objekt, mit dem wir den aktuellen Zustand eines Sounds, also welche ID hat der, wie heißt der Sound und was ist der State ready. Playing oder Loading, zu jedem Moment einmal als Momentaufnahme festhalten und kommunizieren können. Das sind so die drei Klassen, die für den Sound wichtig sind. Asset, Liste aller Sounds, Dateien, Sound, Objekt, das einen abspielbaren Sound repräsentiert, Proxy, das alle relevanten Informationen zum Zustand eines Sounds kapselt und als Immutable durch die Anwendung schickt und der Manager, der das Ganze initialisiert und der es uns ermöglicht, dann einen Sound anhand von seiner ID numerisch von 0 bis n, n ist dann der letzte Sound, den es gibt, abspielen zu können. Das haben wir uns alles lang und breit angeschaut. Und was jetzt noch fehlt ist, und das sehen Sie, wenn Sie hier mal in den Emulator reinschauen, da sieht man nämlich noch gar nichts, wo ich drauf rumklicken kann. Es fehlt das User Interface, mit dem wir diese ganze Funktionalität, die wir jetzt intern implementiert haben, zugänglich machen. Und das ist genau das, um das es heute gehen soll. Um wieder reinzukommen, würde ich vorschlagen, dass wir noch eine kleine Sache machen, bevor wir uns dem User Interface widmen. Ich würde gerne in der Sound Activity oder Sound Machine Activity kurz anfangen, den Sound Manager beim Anwendungsstart zu initialisieren, sodass wir da auch den schon mal verankert haben in unserer Anwendung. Und wenn wir es getan haben, dann kümmern wir uns um das User Interface. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Sachen, die wir zur Verfügung haben, und überlegen uns dann einen Plan, wie wir das User Interface implementieren. Aber lassen Sie uns zu Beginn, um ein bisschen reinzukommen, nochmal schnell diesen Sound Manager, den wir letzte Woche implementiert haben, hier in unsere Activity verankern. Ich erzeuge mir eine private Variable, also Instanzvariable für meine Activity, die von außen nicht sichtbar ist. Und da soll ein Sound Manager rein. Das ist diese Management-Klasse, die wir letzte Woche implementiert haben. Können wir Sound Manager auch nennen. Und jetzt brauchen wir irgendwie einen Moment, einen geeigneten im Anwendungszyklus, in dem wir da in dieser Variable dann unseren Sound Manager initialisieren können. Ganz kurz, warum machen wir das? Die Activity ist der Kern unserer Anwendung, die kommuniziert zwischen den beiden wesentlichen Bestandteilen unserer Anwendung. Was sind die beiden wesentlichen Bestandteile? Die beiden wesentlichen Bestandteile sind auf der einen Seite das User Interface, was wir heute implementieren, und auf der anderen Seite diese interne Funktionalität, Sounds abzuspielen, deren Zustand und so weiter zu tracken. Das ganze User Interface wird dann über einen Adapter und einen Recycler View zugänglich. Auch den werden wir irgendwie mit der Activity verbinden und das ganze Sound, die ganze Soundebene wird über diesen Manager zugänglich gemacht. Das heißt, die Activity kennt den Manager und kennt später den Adapter und vermittelt zwischen diesen beiden. Wenn der Sound Manager sagt, der Zustand von Sound N hat sich geändert, der ist jetzt wieder bereit, geben wir das ans User Interface weiter, damit dann dieser Button wieder richtig dargestellt wird. Wenn das User Interface meldet, Sound 12 wurde angeklickt, sagen wir das dem Sound Manager, damit der dann anfängt, den Sound abzuspielen. Activity ist das Bindeglied zwischen diesen beiden Ebenen. Deshalb kümmern wir uns jetzt darum, dass wir den Sound Manager in dieser Activity verankern. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns kurz überlegen, wann wir das machen. Und den brauchen wir eigentlich immer, wenn unsere Anwendung läuft. Also ohne dass dieser Sound Manager initialisiert ist, ohne dass wir Zugriff auf diesen Sound haben, müssen wir eigentlich gar nichts tun. Der ist essentiell. Deshalb soll der beim Anwendungsstart initialisiert werden. Und Sie erinnern sich, in Android haben wir diesen Lifecycle. Jede Activity und damit auch jede App durchläuft so verschiedene Phasen. Wir betrachten das immer vor allem auf der Ebene von den Activities und Fragments. Und bei den Activities ist es so, dass zum Beispiel in OnCreate Sie initial einmal so eine Callback-Funktion haben hier, mit der Sie das umsetzen können, was so am Anfang, wenn die Anwendung oder diese Activity ganz konkret das erste Mal startet, wichtig ist. Da wird meistens das User Interface initialisiert. Wir lagern das meistens in eine entsprechende Methode aus.
Im besten Fall würden wir das noch weiter auslagern, dass dann auch die einzelnen User-Interface-Komponenten vielleicht in entsprechenden Klassen implementiert werden oder dass die Activity ohnehin nur noch Fragments irgendwie verwaltet und die nochmal in sich geschlossen sind. Aber wichtig ist, in onCreate initialisieren wir das, was für unsere Anwendung am relevantesten ist. User-Interface ist relevant. Was ist auch relevant? Diese ganze Sound-Geschichte. Und da würde ich jetzt einfach mal, so wie auch bei dem User-Interface, nochmal eine Methode auslagern, initSound oder initSounds vielleicht eher. Das ist ja das, was hier passieren soll. Also diese ganze Geschichte von letzter Woche, der Sound Manager, die Sounds und so weiter, sollen alle initialisiert werden. Und das machen wir jetzt mal in dieser Methode. Wir erstellen uns in unserer Variable einen neuen Sound Manager. Jetzt werfen wir mal einen Blick rein, wie wir den letzte Woche implementiert haben. Der Sound Manager möchte einen Kontext haben. Ein Kontext ist so eine ambiger Datentyp, der in der Regel die Anwendung selber oder den Ausführungskontext beschreibt, also die Activity oder wie gesagt, die App selber und die vor allem oder diese Variable dient in der Regel dazu, dass sie Zugriff auf bestimmte Teile vom SDK haben, auf Teile von ihrer Anwendung. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall braucht der Sound Manager das, weil er auf diese Ressourcendateien zugreifen möchte oder muss, wenn er die ganzen Sounds lädt. Schaut sich die ganzen Assets an, findet er irgendwie eine Ressourcen-ID und braucht dann Methoden aus diesem Kontext, um aus dieser Ressourcen-ID dann die eigentliche Sounddatei zu machen, die er wiederum als Input zu unserer Soundklasse gibt. Also Kontext, sprichwörtlich vielleicht einfach die Anwendung selber und meistens müssen wir das einer Klasse mitgeben, wenn die irgendwelche besonderen Elemente, besondere Teilbereiche vom SDK oder von dem System selber ansprechen möchte. Also Kontext ist das Erste, was wir unserem Konstruktor übergeben müssen. Das zweite ist so ein Sound Status Listener. Und den müssen wir übergeben, weil der Sound Manager bestimmte Dinge, die passieren in unserer Anwendung, später an die Activity weitergeben muss, beziehungsweise oder durch die Sounds, die dann da nachgelagert sind, ohnehin schon automatisch weitergibt, oder? Automatisch ist das falsche Wort. Wir haben das so implementiert, wenn Sie sich hier unten mal anschauen, wie das umgesetzt ist. Wenn die Sounds irgendwelche Events an den Sound Manager liefern, zum Beispiel, dass ein Sound jetzt bereit ist oder dass der Zustand eines Sounds sich geändert hat, dann geben wir das an die entsprechenden Listener, die sich in dem Manager registriert haben, weiter. Und genau einen solchen Listener braucht deshalb auch der Manager, wenn er initialisiert wird. Also zurück zur Activity. Wir erzeugen einen Sound Manager. Zwei Informationen geben wir dem mit. Einmal den Kontext. Get Application Context können wir da benutzen. Und das zweite ist, wir brauchen einen Sound Status Listener. Und da ja unsere Activity diese erste Instanz ist, die zwischen Manager oder Sounds und User Interface ja kommuniziert bzw. moderiert, würde ich vorschlagen, dass unsere Activity selber so ein Sound Status Listener wird. Wir dann erstmal vom Sound Manager über die Veränderungen an den Sounds hier informiert werden. Und wir geben das dann später weiter an das User Interface. Das heißt, hier geben wir uns selber einfach weiter. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass der Sound Manager einfach mal anfängt, die ganzen Sounds zu laden. Das ist jetzt das erste Mal, dass, wenn wir das auch noch in der onCreate-Methode aufrufen, dass wir jetzt mal ein bisschen was ausprobieren können. Das ist die Stunde der Wahrheit und ich starte die ganze App mal und dann schauen wir mal, ob die immer noch startet. Also zumindest keine Fehlermeldung, das ist ja schon mal gut. Scheint irgendwie zu funktionieren, was wir da letzte Woche implementiert haben. Um sicher zu gehen,
können wir mal hier reinschauen und hier vielleicht mal eine Log-Ausgabe erzeugen. Ich möchte, dass jedes Mal, wenn in der Activity diese OnSoundPrepared-Methode aufgerufen wird, die wird aufgerufen, so haben wir das letzte Woche implementiert, wenn der Manager eine Sounddatei initialisiert hat und in dieser Sounddatei oder in diesem Soundobjekt der Media Player vollständig initialisiert worden ist. Wenn das der Fall ist, dann soll hier vielleicht einfach mal kurz eine Log-Ausgabe ausgegeben werden. On Sound Prepared. Schauen wir mal, ob das passiert. Sehen wir da irgendwo was? Schauen wir mal. Das ist viel zu viel Sound Machine Ausgabe. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen sollten, dass das vielleicht nicht funktioniert hat. Gehen wir es mal ganz kurz durch, ob es funktionieren sollte. Wir erstellen unseren Sound Manager, wir laden die Sounds. Jetzt machen wir mal ein bisschen Debugging, Live-Debugging. Ich mache ein bisschen Printlining. Sound Machine in Load Sounds. Was mache ich jetzt? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das, was ich implementiert habe oder was wir letzte Woche implementiert haben, wirklich funktioniert. Also ich gehe im Moment davon aus, dass wenn meine App startet, diese Init Sounds Methode aufgerufen wird, dass über diese Init Sounds Methode der Manager nicht nur initialisiert wird, sondern auch damit beginnt, die Sounds zu laden. Und das in Konsequenz eigentlich, jetzt weiß ich nicht, wie viele Sounds wir haben, 13, 14 Stück, hier ständig diese OnSoundPrepared-Methode aufgerufen werden sollte. Warum gehe ich davon aus? Ich gehe davon aus, weil der Manager diese Sounds initialisiert, sich selber als Listener mitgibt. Das heißt, die Sounds wissen, wem sie Bescheid geben müssen, wenn sich an ihrem Zustand was ändert. Diese beiden Methoden dementsprechend eigentlich aufgerufen werden sollten, wenn ein Sound erfolgreich mit einem Media Player initialisiert worden ist oder wenn sich dessen Zustand ändert. Und der Sound Manager eigentlich diese beiden Informationen an den im Konstruktor gesetzten Sound Status Listener weitergeben sollte. Das ist jetzt meine Annahme und irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Das ist jetzt auch keine konstruierte didaktische Herangehensweise, sondern ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Und was ich jetzt mache, ist, ich versuche ein bisschen nachzuvollziehen, bevor ich jetzt irgendwie den Debugger anschmeiße und mir das anschaue, was eigentlich in meiner App passiert. Das heißt, ich möchte nachvollziehen, ob dieser Ablauf, den ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe, wirklich so abläuft, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb baue ich jetzt in meine Anwendung solche Log-Ausgaben ein, damit ich überprüfen kann, ob die Stellen, von denen ich ausgehe, dass ich die erreiche, wenn ich die Anwendung starte, auch wirklich erreicht werden. Das heißt, wir fangen hier mal an. Wird diese Methode eigentlich aufgerufen? Und wenn ja, wird hier eigentlich diese Vorschleife aufgerufen? Und damit ich weiß, ob ich auch in der richtigen bin, gebe ich mir vielleicht die ID beziehungsweise den Titel von dem Sound, der hier gerade bearbeitet wird, entsprechend einmal auf der Konsole aus oder in dieser Log-Ausgabe. Dann initialisiere ich den Sound, füge den hinzu. Wenn ich den Sound initialisiere, dann habe ich jetzt schon, alles gut noch. In dem Konstruktor wird die CreateMediaPlayerFromFile-Methode aufgerufen. Können wir hier vielleicht auch mal schauen, ob das auch tatsächlich so der Fall ist. Wird hier diese Methode wirklich aufgerufen? Und wenn ja, geben wir hier doch mal einfach den Dateinamen aus, so als String oder Kennzeichnung von Dateinamen. Und wenn wir hier drin sind und das alles funktioniert und den Player angestoßen haben, ich sehe hier auch keine Fehlermeldung oder so, dann schauen wir noch nach, ob auch tatsächlich... Und
Jetzt können wir es uns fast schon sparen, das auszuprobieren, hier auch tatsächlich diese Information richtig weitergeben. Und hier habe ich offensichtlich diesen Aufruf von dem Listener rausgenommen. Und ich erinnere mich auch langsam dran, warum. Weil wir herausfinden wollten, ob wir das nicht auch einfach direkt mit diesem Sound State Change entsprechend machen konnten. Können wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir hier in der Activity jetzt wieder auch eine Logausgabe machen für den Fall, dass sich der Zustand ändert. Dann schauen wir mal, was passiert. Und wenn ich hier mit diesem Filter dafür sorge, Sound Machine, dann sehen Sie, dass auch die Logausgaben alle erzeugt werden und wir immer hier in diesem On-Sound-Stage tatsächlich reingeraten. Also scheint alles zu funktionieren. Und ich meine jetzt auch langsam mich wieder daran zu erinnern, warum ich diese beiden Zustände unterschieden habe. Und zwar habe ich die deshalb unterschieden, weil wir so hier relativ leicht die beiden Fälle unterscheiden können in der Activity. Hat sich irgendwas an dem Sound nur geändert oder ist der Sound das erste Mal überhaupt in der Anwendung tatsächlich nutzbar? Und dieser Unterschied wird deshalb dann später wichtig, weil wir hier an dieser Stelle später eindeutig feststellen können, jetzt wurde ein neuer Sound geladen und der ist das erste Mal tatsächlich abspielbar. Das wäre doch ein super Moment, um den zum User Interface hinzuzufügen. Also diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Zuständen ist vielleicht dann doch gar nicht so blöd. Und wenn ich das jetzt einfach hier mal wieder reinnehme, also dass auch dieser unprepared Zustand ganz normal weitergegeben wird von dem Sound an den Sound Manager, von dem Manager an die Activity, dann sollten wir hier ganz häufig dieses OnSound Prepared haben. Das heißt, diese Methode wird gut aufgerufen, wird richtig aufgerufen und das wird gleich für uns der Moment sein oder die Stelle sein, an der wir ganz bewusst in das User Interface wechseln können. Und mit dem User Interface würde ich jetzt auch gerne weitermachen. Dazu würde ich aber gerne vorher ganz kurz nochmal mit Ihnen durchgehen, was wir eigentlich vorhaben. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz hier auf unserem Whiteboard eine Grafik oder einen Screenshot von der App, so wie sie später aussehen soll. Und wenn ich mir mein Whiteboard mal nehme, dann sehen Sie hier in der Mitte diese Gitternetzdarstellung von diesen Buttons. Das ist das User Interface Element, was wir jetzt implementieren werden. Das ist, wenn man das mal schematisch darstellt, so eine vier mal vier Matrix, in der die einzelnen Buttons für die verschiedenen Sounds drin sind. In unserer Activity, beziehungsweise in dem Layout der Activity, ist dieser Teil hier dargestellt durch einen Recycler View. Das ist die große User Interface Komponente, die sich für uns darum kümmert, dass diese einzelnen Buttons an dieser Stelle und in dieser Reihenfolge dargestellt werden. Was wir jetzt in den nächsten Schritten umsetzen müssen, ist erstens eine Komponente, die einen einzelnen Button darstellt. Das ist ein genannter View Holder. Und dann bauen wir uns einen Adapter, der für dieses Recycler View, was in dem Layout schon drin ist, ganz, ganz viele von diesen View-Holdern bereitstellt, um die einzelnen Buttons darzustellen. Also die Idee jetzt für den Aufbau des User Interfaces ist es, wir haben unsere Activity. In der Activity haben wir einen Recycler View. Der Recycler View stellt irgendwelche Inhalte in so einem Gitternetz dar. Für jeden Inhalt benutzt der Recycler View einen View Holder, der nochmal einen einzelnen Eintrag repräsentiert. Wir haben unsere Sounds. Das ist ein Array oder irgendeine andere Datenstruktur, das, was wir halt vom Sound Manager bekommen. Und wir verbinden unsere Sounds aus dem Sound Manager mit dem Recycler View.
in der Konsequenz, dass dann diese Buttons erstellt werden durch einen Adapter. Der Adapter ist die Klasse oder die Komponente, die dann ganz konkret unsere Datenebene mit unserem User Interface verbindet. Dem sagen wir immer, welche Sounds es gerade gibt und welchen Zustand die so haben. Und der kümmert sich dann darum, dass für jeden Sound in unserer Anwendung auch der richtige Button in dem User Interface in diesem Recycler View dargestellt wird. Und das versuchen wir jetzt mal Schritt für Schritt zu implementieren. Erster Punkt. Lassen Sie uns schnell schauen, was wir so zur Verfügung schon haben. Ich habe für das User Interface in der Activity selber oder für die Activity selber schon mal diesen Recycler View angelegt. Das ist das, was man jetzt nicht sieht, weil es keinen Inhalt hat. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe hier, schauen wir uns das mal in so einem Split View an, für den einzelnen Button schon mal das Layout festgelegt. Also hier haben wir eine XML-Datei. Wenn wir die inflaten, also aus dieser XML-Datei eine konkrete Layout-Komponente erstellen, können wir die nutzen, um in unserem Adapter dann einzelne Viewholder für jeden einzelnen Sound zu erstellen. Also XML-Dateien sind schon da. Das ist einfach so ein Image-Button. Wir haben zwei verschiedene Hintergründe für die Farben, die können wir dann später noch hin und her swappen. Wir haben eine Text-View, in der schreiben wir drunter, wie der Sound heißt. Und wie gesagt, wir haben in der Activity schon das Recycler-View, um das Ganze dann anzuzeigen. Was ist jetzt das Erste, was wir machen? Das Erste, was wir machen, ist erstmal hier alle Klassen, die wir nicht brauchen, schließen, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Und dann erstelle ich ein neues Package, UI, weil jetzt alles, was zum User Interface gehört, nochmal in eine extra Kategorie gehört, in einen extra Bereich von unserer Anwendung gehört. Und wir fangen jetzt damit an, dass wir den View Holder implementieren. Nochmal, das ist ein hierarchischer Aufbau. Der Adapter verbindet unsere Anwendung mit dem Recycler View, also Daten mit User Interface. Und der View Holder ist mehr oder weniger ein Teil von diesem Adapter, weil der Adapter für jeden Eintrag, der in dem Recycler View dargestellt werden soll, ein User Interface Element generiert und das macht er auf der Basis von diesem View Holder. Also merken Sie sich, ein Recycler View hat einen Adapter oder wird mit einem Adapter mit Daten versehen und für jeden Eintrag, der in diesem Recycler View dargestellt werden soll, muss es einen View Holder geben. Die Viewholder werden aber alle auf der Basis der gleichen Klasse implementiert. Also lassen Sie uns das mal machen. Und wir fangen damit an, dass wir uns einen, und ich bin jetzt ganz unkreativ, was die Namen angeht, einen Sound Grid Viewholder schreiben. Also die Klasse hier, die erbt von RecyclerView.viewholder. Diese Klasse repräsentiert später die einzelnen UI-Elemente, die in dem RecyclerView dargestellt werden. Also jeder Button ist ein Viewholder oder wird durch einen Viewholder repräsentiert. Noch genauer, jeder Sound in unserer Anwendung, der abspielbar ist, wird später durch einen dieser Viewholder repräsentiert. Und der ist eigentlich ziemlich leicht zu implementieren. Wir müssen zwei wesentliche Momente im Lebenszyklus von so einem Viewholder abfangen. Eigentlich muss man nur einen abfangen, aber es empfiehlt sich irgendwie in diesen Viewholder, der dann einen so einen Sound repräsentiert, noch was einzubauen. Und zwar eine Möglichkeit, wie wir die Darstellung von diesem Button dann später durch einen Aufruf einer öffentlichen Methode anpassen können. Aber das Wichtigste ist erstmal, und wenn wir das jetzt Schritt für Schritt implementieren, gehen hier auch langsam die ganzen Warnungen raus. Das Erste ist erstmal, den Konstruktor uns anzuschauen. Wir schreiben uns einen Sound Grid Viewholder Konstruktor und der bekommt als Parameter einen View übergeben. Irgendein Android User Interface Element, das den repräsentieren soll. Das ist erstmal das Einzige, was wir hier brauchen. Und diesen View, den werden wir später in dem Adapter erzeugen und dann fertig an diesen Viewholder übergeben. Das Erste, was wir machen müssen, ist,
den Superkonstruktor aufrufen, weil Android selber auch ein bisschen was machen muss, wenn diese einzelnen Einträge initialisiert werden. Also immer, wenn Sie einen neuen Viewholder für ein Recycler-View erstellen, wir implementieren das jetzt zwar im Code, aber eigentlich kümmert sich Android dann später darum, dass diese ganzen Methoden an der richtigen Stelle aufgerufen werden. Immer wenn Sie das machen, muss Android auch ein bisschen was machen. Wir machen hier das spezifische Verhalten für den Viewholder für unsere Anwendung. Aber es gibt natürlich auch ein allgemeines Verhalten. Wir erben ja hier von der Klasse. Und das ganze typische Verhalten von so einem Viewholder hat Android schon für uns implementiert. Deshalb den Konstruktoraufruf. Was wir später diesem Viewholder übergeben werden, ist ein View, eine UI-Komponente, die auf dieser Basis hier aufbaut. Das ist die Layout-Datei, die wir später dann über diesen Inflate-Mechanismus, den wir schon ein paar Mal im Kurs benutzt haben, zu einem richtigen User-Interface-Element machen werden. Und das übergeben wir dann an diesen Sound-Grid-View-Holder. Und jedes Mal, wenn wir so einen Button erstellen, dann merken wir uns, wo der Image-Button ist und wo der Text-View ist, weil wir diese beiden Informationen später dann auch dynamisch anpassen müssen. Ganz, ganz wichtig, wir merken uns, wenn dieser Button das erste Mal erstellt wird, in einer Instanzvariable den Image-Button für genau diesen Button und den Text-View, in dem der Soundtitel angezeigt wird, damit wir die später, wenn sich irgendwas an dem Sound ändert, der durch diesen Button repräsentiert wird, auch entsprechend anpassen können. Heißt, unser Viewholder bekommt als allererstes zwei Instanzvariablen. Die können final sein. Die werden wir am Anfang, wenn der Viewholder das erste Mal erstellt wird, einmal festlegen und danach werden sich nur deren Inhalte ändern. Aber die Variable selber, die verweist immer auf die gleichen Teilkomponenten von unserem Viewholder. Das ist einmal so ein Image-Button. Nochmal, das ist das hier, was wir für jeden Viewholder aus dieser Layout-Datei auslesen. Und das zweite ist der Text-View, der hier unten drin steht und immer den Titel von diesem Viewholder bzw. dem Sound, der in diesem Viewholder repräsentiert wird, anzeigt. Das sind die beiden Teilkomponenten von jedem Button. Einmal der Image-Button, den ich jetzt gerne importieren würde. Das ist jetzt kaputt. Wir mal. Also irgendwie funktioniert gerade mein Kontextmenü nicht mehr. Jetzt muss ich hier und meine Shortcuts auch nicht. Jetzt muss ich hier ganz umständlich mit dem Rechtsklick die Sachen importieren, aber alles kein Problem. Das haben wir jetzt hinbekommen. Wenn unser Viewholder erstellt wird, dann speichere ich mir in den beiden Variablen die Referenz auf die entsprechenden User-Interface-Elemente. Und jetzt wird es nochmal ganz kurz spannend, oder jetzt wird spannend, weil wir uns jetzt mal ein bisschen vorstellen müssen, was passiert, wenn dieser Viewholder erstellt wird. Später in dem Adapter nehmen wir uns diese Layout-Datei und nochmal über diesen Inflate-Mechanismus erzeugen wir uns dann ein Java-Objekt, was einen solchen View repräsentiert auf der Basis von diesem Layout und den geben wir als Java-Objekt, als irgendetwas, was ein View ist, entweder direkt oder durch Vererbung von dieser Klasse dann als so etwas verwendet werden kann. Und dieses View, was hier ankommt in dem Konstruktor, basiert auf dieser Layout-Datei. Das heißt, über die IDs, die hier drin sind, wir haben ja hier den Image-Button, der hat eine ID und auch der Text-View hat eine ID. Über diese IDs können wir jetzt auch in diesem View, den wir hier übergeben, nach diesen Elementen suchen. Das heißt, wenn ich diesem Konstruktor einen View übergebe, der auf der Basis von dieser Layout-Datei erstellt worden ist, dann kann ich sagen, schau mal in den View rein, suche da drin, genauso wie du das in der Activity machst, nach einem
User Interface Element, und zwar nach einem User Interface Element, was die ID Sound Button hat. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich die R-Datei wieder importieren und dann funktioniert das auch. Das heißt, weil wir diesem Viewholder einen Button übergeben, der hier an dieser Stelle oder ein View übergeben, der auf einer ganz spezifischen XML-Datei basiert, können wir dann in diesem View auch anhand von den IDs, die wir in dieser XML-Datei vergeben haben, nach diesen Elementen suchen. Das heißt, für den Text können wir jetzt genau das Gleiche machen. Wir können sagen, such bitte in dem View, und zwar such bitte den Titel von, oder den Text-View, in dem wir später den Titel von diesem Sound reinschreiben können. Was müssen wir noch machen? Wir müssen dafür sorgen, dass wir irgendwie mitbekommen, wenn auf diesen Button geklickt wird. Und das ist jetzt, wenn wir über Recycler-Views reden, etwas, was, wenn man das auf diese Art und Weise macht, ein bisschen aufwendig ist. Und vielleicht finden Sie da später in Ihren Projekten bessere Möglichkeiten. Aber wenn man das so ganz klassisch macht, Recycler-View, ganz viele Viewholder, und dann soll die Activity irgendwie mitbekommen, dass ein Element angeklickt worden ist, damit wir das dann an die Datenschicht weitergeben können und so weiter, kann das jetzt an der Stelle ein bisschen aufwendig sein, weil wir jetzt immer Events, die auf einer bestimmten Ebene passieren, ganz konkret, wir werden jetzt gleich versuchen herauszufinden oder mitzubekommen, wenn dieser Button angeklickt worden ist, indem wir hier einen On-Click-Listener setzen. Und wenn wir das mitbekommen, wenn wir mitbekommen, dass dieser Viewholder angeklickt worden ist, dann müssen wir das an den Adapter weitergeben, weil der ja die Instanz ist, die diese ganzen Viewholder kennt. Und der Adapter muss das dann an entsprechend die übergeordnete Instanz, die Activity, weitergeben. Das heißt, Sie werden jetzt ganz häufig solche Stellen finden, wo Sie ein Ereignis, was irgendwie ganz tief im User Interface passiert oder abgefangen werden kann, über mehrere Ebenen wieder an die Stelle hochreichen müssen, an der es auch abgefangen bzw. verarbeitet werden kann. Und natürlich könnten wir auch irgendwie versuchen, dass dieser Viewholder die Activity kennt und die dann direkt benachrichtigen kann oder vielleicht sogar den Sound Manager, aber das möchte man häufig vermeiden. Und wenn wir das vermeiden möchten, das heißt, wenn wir hier dafür sorgen möchten, dass die Elemente möglichst voneinander getrennt sind und wir diese Hierarchie einteilen, Activity kennt den Recycler View Adapter, der Recycler View Adapter kennt die Viewholder, aber direkt kennen sich Viewholder und Activity nicht, müssen wir so eine gestaffelte Informationsweitergabe irgendwie implementieren. Heißt auch, wir brauchen wieder mal ein Interface, dass wir die Komponenten implementieren lassen können, die von diesem SoundGrid Viewholder später darüber informiert werden sollen, dass hier so ein Button angeklickt worden ist. Und ich mache das jetzt mal als innere Klasse oder inneres Interface in diesem Fall. Ich erstelle mir einen Click-Listener vielleicht einfach nur direkt auf dem SoundGrid Viewholder, direkt in dieser Klasse, also ein Interface, das heißt, ich nenne es einfach Click-Listener. Warum schreibe ich da jetzt nicht Sound-Button oder sowas noch davor? Weil das später ja über diesen Klassennamen nur referenziert wird. Also das ist dann ein SoundGridViewholder.ClickListener. Und dementsprechend müssen wir den Namen hier nicht weiter spezifizieren, weil der ohnehin auf Basis des Kontexts, in dem er verwendet wird, immer entsprechend eindeutig dieser Klasse zuzuordnen ist. Und hier definieren wir eine Methode, public natürlich, weil es ein Interface ist, und die heißt, die hat keinen Rückgabewert und heißt onSoundButtonClicked. Und final ist nicht erlaubt, static, genau, das wollte ich hinschreiben, aber auch das brauchen wir nicht. Okay, dann
akzeptiere ich das so, wie Android Studio mir das vorschlägt, einfach nur so. Einen solchen Click-Listener übergeben wir unserem Konstruktor. Das heißt, hier wird als zweiter Parameter ein SoundGridViewHolder.ClickListener übergeben. Und den speichern wir uns in einer weiteren Instanzvariable. Kann ich da direkt den Namen verwenden? Ja, kann ich. Listener. Und da kann ich dann den Parameter, den ich im Konstruktor übergebe, gleich auch verwenden, um die entsprechende Variable zu belegen. Dann kann ich hier mir, glaube ich, auch das sparen. Okay, dann, warum habe ich das jetzt alles gemacht? Damit ich diesen Listener hier an dieser Stelle kenne und damit ich dem Listener, und dann merken wir vielleicht sogar, dass wir das hier gar nicht brauchen, hier direkt in dieser Lambda-Methode immer aufrufen kann, wenn entsprechend der Button geklickt worden ist. Das heißt, eigentlich können wir uns das hier sparen und unser Konstruktor schaut dann am Ende so aus. Ganz kurz zusammengefasst, was machen wir? Immer wenn wir einen neuen Viewholder erstellen, geben wir ihm das View mit, auf dem der basiert, und einen Listener, der informiert werden soll, wenn dieser Button angeklickt worden ist. Wir lesen aus dem View Button und Text aus, also ein Image-Button und ein Text-View, damit wir diesen Zustand oder das Erscheinungsbild von diesem Button später verändern können, damit wir das in dieser Klasse oder in dieser Instanz drin haben. Und wir registrieren einen Listener auf dem Button, der immer aufgerufen wird, wenn dieser Button angeklickt worden ist. Und das geben wir dann immer automatisch an diesen View weiter, der dann entsprechend aufgerufen wird, oder wir geben es nicht an den View weiter, sondern wenn der Button angeklickt worden ist, geben wir einfach nur diese Information, dass der Button angeklickt worden ist, entsprechend weiter an wer auch immer, an wen auch immer, der sich hier beim Konstruktoraufruf als Listener für diesen Button interessiert hat. Das ist der Konstruktoraufruf. Der initialisiert das Ganze erstmal. Und jetzt schreibe ich noch eine zweite Methode. Public void bindSound. Und dieser Methode übergebe ich einen SoundProxy. Das ist diese Klasse, die wir letzte Woche implementiert haben und die den Zustand von einem bestimmten Sound repräsentiert. Also da steht immer drin, welche ID hat der Sound, wie heißt dieser Sound und in was für einem Zustand befindet sich dieser Sound gerade. Das sind diese drei Informationen, vor allem Title und State, die diesen Sound innerhalb der Anwendung beschreiben. Und ich übergebe so ein Proxy-Objekt, damit ich jederzeit in jedem Viewholder, den ich erstellt habe, einen bestimmten Zustand eines bestimmten Sound-Objektes darstellen kann. Dieser Sound-Proxy, den erzeuge ich mir immer, wenn sich der Zustand von einem Sound geändert hat, und dann rufe ich das entsprechende Element oder suche ich mir den Viewholder raus, der diesen Sound repräsentiert, und gebe dem diesen neuen Zustand für diesen Sound-Objekt mit. Und da drin sage ich dann, in meinem Text-View soll bitte schön angezeigt werden, was in diesem Sound-Proxy oder in diesem Sound-Objekt, der durch diesen Proxy repräsentiert wird, gerade als Titel angezeigt wird. Dann speichere ich mir vielleicht noch in einer Instanzvariable die ID, die dieser Sound, der in diesem Button repräsentiert werden soll, hat, damit ich das dann in der bindSound-Methode auch entsprechend speichern kann. Kann ich nämlich zum Beispiel hier, wenn so ein Sound-Button angeklickt worden ist, immer auch dessen ID als Parameter an den entsprechenden Listener mitgeben. Dann weiß nämlich auch der Listener immer, welcher Sound ganz konkret jetzt angeklickt worden ist, oder die Repräsentation, wessen Sound gerade angeklickt worden ist. Und ich kann, indem ich mir anschaue, in welchem State dieser Sound gerade ist,
ist, wenn zum Beispiel der Sound, oder ich kann, indem ich mir anschaue, in welchem State dieser Sound gerade ist, den ich jetzt durch diesen einen Button repräsentieren möchte, das Erscheinungsbild von diesem Button entsprechend anpassen. Wenn ich zum Beispiel rausfinde, dass der Sound, dessen Repräsentation hier an diese Bind-Sound-Methode übergeben wird, gerade in diesem Playing-Modus ist, dann nehme ich mir meinen Button und setze die Background-Ressource, also die Resource, die Hintergrundgrafik auf eine entsprechende Grafik, die ich vorbereitet habe und die diesen, ja, Abspielzustand von dem Button repräsentiert. Das ist diese Variante, da wird der Button grau dargestellt, den kann ich im Moment nicht benutzen, weil ja der Sound im Hintergrund gerade abgespielt wird. Und wenn irgendein anderer Zustand gerade angezeigt wird, dann nehme ich mir meinen Image-Button und setze die Hintergrundgrafik auf den normalen Zustand oder die normale Grafik für diese Buttons. Und das ist dann dieser pinke, rote, wie auch immer Sie die Farbe beschreiben würden, Hintergrund. Also unser Viewholder repräsentiert einen Button, mit dem ein bestimmter Sound gesteuert werden kann. Wenn wir den erstellen, das macht später der Adapter, kriegt er einen View übergeben auf der Basis von der entsprechenden XML-Datei. Wir merken uns Image-Button und Text-View, damit wir zu jeder Zeit den Zustand des Sounds, der auf diesem Button repräsentiert wird, updaten können, indem wir diese Bind-View-Methode aufrufen, Bind-Sound-Methode aufrufen. Und in dieser Bind-Sound-Methode schauen wir uns immer den Button an und den Zustand von dem Sound und passen den Button so an, dass dieser Zustand, der aktuelle, von dem Sound repräsentiert wird. Dazu gehört, dass die richtige ID gesetzt wird, dass der richtige Titel gesetzt wird. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Anwendung wenig verändern. Und dazu gehört, dass die Hintergrundgrafik ausgetauscht wird, je nachdem, in was für einem Zustand dieser Button gerade ist. Was wir auch machen, wenn wir den Viewholder erzeugen, setzen wir einen On-Click-Listener auf diesen Button selber, damit wir informiert werden, wenn ein einzelner Button angeklickt worden ist. Und das geben wir dann weiter an den Listener, der sich beim Erstellen von diesen Soundgrid-Viewholdern dann jeweils als Parameter im Konstruktor zu erkennen gibt. Soweit zu dem Viewholder. Was wir jetzt brauchen, ist einen Recycler-View, beziehungsweise, weil der Recycler-View ja in der Layout-Datei schon drin ist und von Android selber verwaltet wird. Was wir jetzt brauchen, ist ein Adapter, der unsere Sounds in der Anwendung verwaltet und durch ganz, ganz viele von diesen Viewholdern repräsentiert oder abbildet. Und das machen wir, indem wir, wie immer, wenn wir solche Sachen machen, als erstes eine neue Klasse erstellen und dann in dieser Klasse diesen Adapter implementieren. Das wird jetzt ein Soundgrid-Adapter. Das ist jetzt diese Adapter-Klasse, die unsere Activity mit dem Recycler-View verbindet. Und die lassen wir erben von Recycler-View. Das ist die Layout-Komponente, die dann für die Darstellung im User-Interface zur Verfügung ist. Und zwar erben wir ganz konkret von der zugehörigen Adapter-Klasse. Und wenn wir diese Adapter-Klasse für den Recycler-View hier überschreiben, müssen wir als Parameter für die Klasse angeben, was für Viewholder in diesem Adapter verwendet werden. Und das sind die Viewholder jetzt in dem konkreten Fall vom Typen SoundGrid-Viewholder, die wir selber gerade erstellt haben. Das ist mal hier ein bisschen übersichtlicher so. Da müssen wir ein bisschen was aufdröseln. Das haben wir zwar schon ein paar Mal im Kurs gemacht, aber ich erkläre es gerne nochmal. RecyclerView ist einfach die User-Interface-Komponente von Android, die in der Gitterdarstellung oder auch in einer anderen Darstellung dafür sorgt, dass sie ganz, ganz viele Elemente ähnlichen Typs durch eine entsprechende UI-Repräsentation darstellen können. Bei uns sind es diese Buttons für die einzelnen Sounds. Es könnten aber auch irgendwelche Einträge in der Liste sein, Fotos, was auch immer. RecyclerView sorgt einfach dafür,
dass diese Darstellung so listenförmig oder gitternetzförmig von ganz, ganz vielen Elementen möglichst performant abläuft. So einen Recycler View finden Sie in der Layout-Datei hier, die für die Activity genutzt wird. Ein Adapter stellt die Daten bereit, die in diesem Recycler View dargestellt werden. Das funktioniert so, dass wir hier eine interne Datenstruktur haben. Wir diese Datenstruktur, wenn sich zur Laufzeit die Daten ändern, aktualisieren und dann ein Signal geben. Und dann kümmert sich Android darum, dass automatisch für jeden Eintrag in dieser Datenstruktur auch ein entsprechendes User-Interface-Element entweder erstellt oder aktualisiert wird. Und diese Repräsentation basiert dann auf dem Viewholder. Und wir haben uns schon einen ganz speziellen Viewholder für unsere Aufgabe erstellt, indem wir diesen Viewholder, haben wir gerade geschrieben, um diese Layout-Datei für so einen einzelnen Button erstellt haben. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen jetzt den Adapter. Der hat dann später eine Liste von ganz vielen Sounds und kümmert sich darum, dass die im User-Interface dargestellt werden. Und damit fangen wir auch mal an. Wir fangen an, dass wir unserem Adapter eine Array-Liste geben vom Typen Soundproxy und der noch einen Namen geben, nennen wir die mal Soundproxies oder meinetwegen auch Sounds und das noch importieren. So, aber ohne diese Klammern, so soll es ausschauen. Um diese Datenstruktur herum wird alles, was dieser Adapter später machen wird, aufgebaut. Egal, was in dieser Array-Liste drinsteht, da können 1, 2, 5, 16 Sounds drin sein. Der Adapter wird, wenn sich der Recycler-View bei ihm meldet, dafür sorgen, dass für jeden dieser Sounds, der da drin steht, ein entsprechender Viewholder, der jeweils einen Eintrag repräsentiert, an den Recycler-View weitergegeben wird. Das sind die Daten, auf denen wir operieren. Die Idee von diesem Adapter-Konzept in Android ist, dass wir diese Daten aus der Array-Liste über den Adapter mit einem entsprechenden User-Interface-Element verbinden können. Und wir müssen das auf jeden Fall irgendwo initialisieren. Und der beste Moment, um diese Liste initial einmal zu erstellen, ist wahrscheinlich, wenn wir diesen Adapter initial am Anfang einmal über den Konstruktor erzeugen. In dem Konstruktor nehmen wir uns unsere Array-Liste und erstellen die initial einmal. Und nochmal, der Adapter hat zwei, der verbindet zwei Elemente. Er verbindet die Datenschicht mit der entsprechenden User-Interface-Schicht. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass von außen die Daten, die dieser Adapter darstellt, auch irgendwie verändert werden können. Im besten Fall macht man das, oder im sichersten Fall macht man das so, dass man immer die Array-Liste komplett austauscht. Das ist so der sicherste Fall. Der Adapter arbeitet dann immer mit genau einer Array-Liste und wenn sich die Daten irgendwie extern ändern, also neue Sounds hinzukommen, der Zustand von einem oder zwei von den Sounds sich geändert hat, weil die gerade abgespielt werden, übergeben wir diesem Adapter eine komplette neue Liste. Das müssen wir nicht unbedingt so machen. Wir können es auch so machen, dass wir diesem Adapter zwei Methoden geben. Eine öffentliche Methode addSound und die bekommt einen SoundProxy übergeben. Und die rufen wir immer auf, wenn ein neuer Sound in unserer Anwendung erstellt worden ist und wir den jetzt auch in diesem Grid darstellen wollen. Und was müssen wir da machen? Wir nehmen uns unsere Array-Liste, die wir erstellt haben im Konstruktor und wir fügen da den Sound, den wir hier als Parameter übergeben bekommen, entsprechend einfach hinzu. Hier müssen wir gleich noch, ich mache da mal eine Notiz hin, damit wir das nicht vergessen, müssen wir gleich noch die angeschlossenen Views, also präzise den Recycler-View, den wir mit diesem Adapter verbunden haben, darüber informieren, dass sich jetzt die Daten geändert haben, damit der Recycler-View dann in Konsequenz bei dem Adapter nach neuen Informationen fragt, dadurch die Viewholder aktualisiert werden oder neu erschaffen werden und damit sich dann auch das User-Interface ändert. Also immer wenn wir die Daten ändern, wenn wir die Array-List ändern, müssen wir mehr oder weniger kontrolliert auch Bescheid geben, dass sich die geändert haben. Das heißt hier Notify Recycler View, ja sowas, was wir auf jeden Fall noch machen müssen später.
dann müssen wir dafür sorgen, dass dieser Adapter jedes Mal, wenn der Recycler-View ihm darum bittet, auch entsprechend so einen View-Holder für einen bestimmten Eintrag in dieser Array-Liste bereitstellt. Und das machen wir, indem wir die entsprechenden Methoden implementieren, die in dieser Adapter-Klasse vorgegeben sind. Und bevor ich da jetzt irgendwas falsch schreibe, generiere ich mir die Methoden mal automatisch, indem ich hier auf diesen Extend-Teil gehe und dann Implement Methods auswähle. Drei Methoden müssen wir implementieren und die müssen wir jetzt zwar noch mit ja, Inhalt füllen. Ich packe die mal ganz kurz hier hin, so, damit wir, und das mache ich nur so, das können Sie auch irgendwie, wenn Sie das begründen können, anders machen. Aber ich mache es immer so, dass ich hier oben die Methoden habe, die ich selber geschrieben habe, und dann diese überschriebenen Methoden nochmal nachgelagert am unteren Teil der Klasse habe. Können Sie aber auch anders machen. Hauptsache, Sie haben irgendwie ein Konzept, wie Sie die Methoden tatsächlich anbinden bzw. sortieren. Diese drei Methoden, die werden benutzt, um den angeschlossenen Recycler View mit Daten zu versorgen. Drei Methoden, die alle drei eine bestimmte Aufgabe haben. Diese GetItemCount-Methode sagt dem angeschlossenen Recycler View, wie viele Items verwaltet der Adapter gerade, damit der Recycler View dann für jeden dieser Einträge, für jeden dieser Datensätze sich einen Viewholder holen kann. Also das ist so das, was der Recycler View am Anfang mal fragt und später auch immer wieder: Adapter, du lieferst mir die Daten. Wie viele Daten hast du insgesamt? Und mit der Antwort, die wir hier zurückgeben, arbeitet der Recycler View dann weiter und nutzt die anderen Methoden, um die einzelnen Views zu generieren. Da müssen wir irgendwas Sinnvolles zurückgeben. Und da wir ja diese Array-Liste haben, in der stehen alle Sounds drin, die der Adapter verwaltet, können wir hier einfach sagen: sagt dem Recycler View immer, wie viele Einträge in dieser Array-Liste sind. Das ist die Anzahl der Sounds oder die Anzahl der Buttons, die hier repräsentiert werden sollen. Zweite Methode: OnBindViewHolder. Die wird immer aufgerufen, wenn sich Datensätze geändert haben, vor allem dann, wenn sich Datensätze geändert haben, die schon durch einen Viewholder im User Interface repräsentiert werden. Da bekommen wir immer als Parameter übergeben den Viewholder selber, also die Instanz jetzt in unserem Fall von diesem GridViewHolder, die einen bestimmten Sound, einen bestimmten Button repräsentiert und die Position von diesem Button innerhalb des Recycler-Views und damit indirekt auch die Position innerhalb von der Array-Liste. Jedes Mal, wenn der Recycler-View neue Daten haben möchte für die Darstellung für einen existierenden Viewholder, rufen wir hier oder wird automatisch diese Funktion aufgerufen. Das sind alles Methoden, die wir implementieren, die wir aber nicht selber aufrufen müssen. Die werden automatisch von dem Android-Framework aufgerufen, beziehungsweise der Recycler-View ruft die automatisch auf, wenn oder sobald wir den Adapter mit diesem Recycler View verbunden haben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass hier die richtigen Dinge passieren. Und was soll hier passieren? Hier wollen wir oder hier kriegen wir mit, dass der Recycler View sich für einen bestimmten Viewholder neue Daten wünscht. Und wir haben ja extra diese BindSound-Methode aufgeschrieben oder implementiert, die die Darstellung in einem Viewholder aktualisiert. Und die nutzen wir jetzt hier. Jedes Mal, wenn der Recycler View sagt, Viewholder kann aktualisiert werden, holen wir uns aus unserer Array-Liste den richtigen Sound raus, indem wir in die Sound-Array-Liste reinschauen und über die Get-Methode und die Position, die hier als Parameter übergeben wird, den Sound uns aussuchen, der durch den Viewholder an dieser Position repräsentiert wird. Und dann nehmen wir uns den Viewholder. Das ist ein SoundGrid-Viewholder. Das weiß der Adapter auch, weil wir hier explizit gesagt haben, dass wir mit dieser Art von Viewholdern arbeiten. Dementsprechend können wir hier direkt die BindSound-Methode aufrufen und die entsprechend auch an.
an die Methode oder den Soundproxy, den wir hier ausgelesen haben, an diese Methode übergeben. Und so sorgen wir dafür, dass jedes Mal, wenn der Recycler-View hier nach neuen Daten fragt, wir die neuen Daten oder die möglicherweise aktualisierten Daten aus der Array-Liste raussuchen und dem Eintrag in diesem durch diesen Viewholder, der da repräsentiert wird, aktualisieren. Damit das alles funktioniert, müssen wir diese Methode hier implementieren. Die ist jetzt am allerwichtigsten, weil die wird einmal aufgerufen, wenn ein neuer Eintrag in dem Recycler View erstellt werden soll. Also wenn der Recycler View das erste Mal mitbekommt, hier soll ein bestimmter Datensatz in dem View repräsentiert oder dargestellt werden und es gibt noch keinen Viewholder dafür, dann wird diese Methode aufgerufen. Und hier müssen wir jetzt diesen Viewholder komplett erstellen. Was müssen wir da machen? Wir müssen uns, damit wir so einen Viewholder erstellen können, den entsprechenden View zusammenbauen. Das heißt, wir müssen aus der Layout-Datei, die ich vorbereitet habe, diesen View initialisieren. Wir müssen festlegen, wer von dem SoundGrid Viewholder informiert werden soll, wenn Klicks erfolgen. Dann einen solchen Viewholder erstellen. Und wenn wir das gemacht haben, den als Ergebnis von dieser Methode im Adapter zurückgeben. Also das sind jetzt unsere Aufgaben. Fangen wir mal damit an, mit dem leichtesten, oder nicht mit dem leichtesten, aber mit dem, was wir zuerst machen müssen. Wir erstellen uns eine neue lokale Variable, in der wir ein View speichern können. Und ich möchte jetzt aus dieser Layout-Datei einen View erstellen. Das nennt man Inflaten in Android. Man nimmt diese XML-Darstellung und erzeugt damit eine View-Komponente in Form von einem Java-Objekt, das man dann später irgendwo dynamisch im User-Interface einfügen kann. Also wir erzeugen jetzt eine Instanz der View-Klasse auf der Basis von dieser Layout-Datei. Das machen wir, indem wir uns den Layout-Inflator holen. Das ist die Komponente in Android, die genau das macht, die aus einer XML-Datei ein Java-Objekt, eine View-Komponente erstellt. Die müssen wir uns von irgendwo holen und dafür brauchen wir den Anwendungskontext. Und das Gute ist, den Anwendungskontext, den kriegen wir hier als Parameter indirekt übergeben. Wenn diese OnCreateViewHolder-Methode aufgerufen wird vom RecyclerView, dann sagt er uns, wo sich dieser RecyclerView im User-Interface befindet. Das ist dieser Parent-Parameter. Und der kennt den Anwendungskontext, den wir uns über diesen GetContext, über die Methode auslesen können. Wenn wir das gemacht haben, wenn wir uns den Layout-Inflator geholt haben, dann können wir über die Inflate-Methode ein beliebiges Layout, das wir wie immer, wenn es um diese Layout-Dateien geht, über den entsprechenden Eintrag in der R-Klasse referenzieren können, erzeugen können. Also wir inflaten jetzt dieses Layout. Wir übergeben als zweiten Parameter noch, wo das Ganze hinzugefügt werden soll oder was das Parent-Objekt von diesem neu erstellten Viewholder sein soll. Erstmal von dem View, dann von dem Viewholder. Das soll einfach der Parent sein, also der Recycler-View in dem Fall. Und dann übergeben wir noch einen zweiten Parameter. Und der Parameter sorgt immer dafür, dass wenn Android jetzt auf der Basis von ihren Angaben dieses neue View-Element erstellt hat, also sie sagen, in der XML-Datei findest du die Struktur für das neue View. Das ist das Elternelement für das neue View. Mach jetzt mal, erzeug mal einen View. Und der dritte Parameter, der sorgt dafür, oder mit dem steuern sie, ob dieses neue Element, was wir hier über diesen Inflator erzeugen, was dann in dieser lokalen Variable zwischengespeichert wird, ob das direkt zum User-Interface hinzugefügt wird und damit wahrscheinlich auch sichtbar wird oder nicht. Und hier mit diesem False sagen wir, das soll erstmal nur erstellt werden und noch nicht zum User Interface hinzugefügt werden. Das ist eigentlich auch der Wert, den Sie fast immer verwenden sollten. Warum? Gerade in diesem Recycler View oder allgemein, wenn es darum geht, so automatisierte Vorgänge zu haben,
dann kümmert sich Android schon darum, dass diese Elemente im richtigen Moment dann auch zum User Interface hinzugefügt werden. Also das Recycler View kümmert sich schon darum, dass dann diese View Holder, die es bekommt, im richtigen Moment sichtbar werden und zum User Interface hinzugefügt werden. Wenn wir jetzt hier True hinzuschreiben würden, würden wir das in Anspruch nehmen, diesen Moment zu wählen, an dem der View direkt schon sichtbar wird oder zum User Interface hinzugefügt wird, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen, dass der Recycler View sich darum kümmert, den Moment festzustellen, an dem der Viewholder sichtbar wird, angezeigt wird, dementsprechend dieser letzte Parameter false. Was müssen wir, wenn wir den View haben, machen? Wir erzeugen eigentlich nur noch einen neuen SoundGrid Viewholder mit diesem View, den wir hier, ich kann das auch mal schöneren Variable speichern, erzeugt haben. Und wir wissen, als zweiten Parameter brauchen wir noch einen ClickListener. Und damit ich jetzt nicht wieder hier das um mehrere Ebenen nach oben geben kann, bestimme ich jetzt einfach, wenn wir den SoundGrid Adapter erstellen, dann geben wir auch einen Listener mit. Diesen Listener speichern wir uns in einer entsprechenden Variable, die wir im Konstruktor auch entsprechend belegen. Und diese Referenz, also die Instanz, die sich beim Erstellen des Adapters als ClickListener für diese Viewholder angemeldet hat, die übergeben wir hier an in dieser Stelle. So. Soweit der ganz normale Aufbau. Jetzt müssen wir noch ein, zwei Stellen ein bisschen fixen. Das erste, wenn wir neuen Sound hinzufügen, müssen wir jetzt diese ganze Funktionalität, die wir jetzt hier implementiert haben, triggern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Recycler View jetzt anfängt, wenn neuer Sound in diese Array-Liste hinzugefügt worden ist. Erstmal zu fragen, wie viele Sounds sind denn da, wenn er das weiß, die ganzen Viewholder über diese Methoden erstellen und dann die Daten sich auch da reinholen. Und damit das hier alles automatisch passiert, sagen wir dem angeschlossenen Recycler View an dieser Stelle, dass sich ein bestimmtes Item geändert hat. Und welches Item das ist, finden wir heraus, indem wir in unsere Array-Liste reinschauen. Sounds. Und über die IndexOf-Methode das Element rausfischen, das wir gerade hinzugefügt haben. Das hier ist die optimierte Fassung von diesem Methodenaufruf. Wenn Sie diese Methode aufrufen, notify dataset changed, dann signalisieren Sie dem Recycler View, die Daten haben sich insgesamt geändert. Alle Daten haben sich geändert. Und das ist dann meistens das Signal für den Recycler View, nochmal komplett alles, was gerade dargestellt wird, zu aktualisieren und anzupassen. Und das ist, gerade wenn sich nur Teile von den Daten ändern, die durch diesen Adapter repräsentiert werden, nicht sehr performant. Deshalb auch diese gelbe Unterstrichelung. Das ist was, was man nicht unbedingt tun sollte, sondern nur, wenn man wirklich auch glaubt, dass das wichtig ist. Und stattdessen benutzen wir diese Notify Item Changed Methode und sagen ganz explizit, welches Item hat sich geändert. Und so kriegt der Recycler View direkt mit, es hat sich ein bestimmter Eintrag in unserer Datenbasis geändert. Für diesen einen Eintrag kannst du dir jetzt bitte entweder einen neuen Viewholder, wenn du den noch nicht kennst, holen oder hol dir, falls du den schon kennst, einfach nur die neuen Daten, damit du die aktualisieren kannst. Und das können wir jetzt mal in unserer Activity verwenden, wenn wir da reinschauen, zurück in die Activity, um dieses Recycler View Grid initial überhaupt erstmal anzuzeigen. Also, wenn ich den Sound da übergeben will, das Rot hatten Sie, ich schaue mal ganz schnell rein, wo Sie meinen. Meinen Sie hier?
Dann schauen Sie mal, falls das die Stelle ist, was Sie für einen Datentyp in der Array-Liste ausgewählt haben. Da ist Sound Index auf Sound, okay. Also wenn das rot unterstrichen wird, dann kann das 1000 Gründe haben. Ich vermute mal, dass da irgendwo der Datentyp nicht passt. Also was Sie checken müssten, ist, ob Sie hier in der Array-Liste auch wirklich Sound Proxy als Datentyp gewählt haben. Ob Sie hier Sound Proxy als Datentyp gewählt haben. Ja, und das genau, sollte eigentlich alles gewesen sein. Müssen Sie mal schauen, ob Sie da die richtigen Sachen ausgewählt haben. Wobei es eigentlich auch gar nicht relevant sein sollte, weil da eigentlich einen Integer-Wert. Ah, okay. Entschuldigung, ich habe nicht richtig gelesen, was Sie geschrieben haben. Diese beiden Methoden, die ich gerade beschrieben habe, kein Problem. Die beiden Methoden, die ich gerade beschrieben habe, die heißen unterschiedlich. Diese eine Methode, die Sie gerade gemeint haben, sys.notifiedDataSetChange, die hat keine Parameter. Die signalisiert, das ganze Datenset hat sich geändert. Und die Methode, wo Sie angeben können, welche Daten sich geändert haben, heißt notifyItemChanged. Also es sind zwei unterschiedliche Methodennamen. Nicht nur die einen mit Parameter, die andere ohne Parameter, sondern tatsächlich auch zwei unterschiedliche Methodennamen. Also die Methode, die Sie suchen, heißt notifyItemChanged. Okay, dann haben wir das auch gefixt. Okay, aber zurück in die Activity. Da würde ich jetzt gerne diesen Adapter benutzen, um meine Sounds anzuzeigen. Und ich erstelle mir dazu eine neue Instanzvariable, Sound Grid Adapter, Sound Grid. Und meinen Adapter, den initialisiere ich am besten hier in der InitUI-Methode. Da hole ich mir zuerst mein Layout, das alles schön angezeigt wird. Dann initialisiere ich meinen Sound Grid, also den Adapter, den ich gerade implementiert habe. Der braucht als Parameter einen Listener, ein Sound, wie hieß es, wie hatten wir es genannt? Sound Grid Viewholder Click Listener. Den können wir hier auch noch implementieren. Ich meine, was soll der Geiz? Make Sound Machine Activity implement das Interface. Die Activity soll ja genau dieses Bindeglied sein. Alles an Events soll hier zusammenlaufen. Und hier wollen wir die ganzen Komponenten miteinander verzahnen. Und dementsprechend macht das super viel Sinn, dass wenn die Sound Machine Activity schon diesen Status Listener implementiert, um von dem Manager über Änderungen an den Sounds benachrichtigt zu werden, die Activity auch diesen Click Listener implementiert, um über die Klicks auf die einzelnen Sound Buttons informiert zu werden. Und dann können wir hier, wenn wir das Grid initialisieren, auch entsprechend diesen Adapter mit der Activity als Listener initialisieren. Wenn wir das gemacht haben, holen wir uns den Recycler View einmal. Den brauchen wir nur an dieser Stelle einmal. Deshalb können wir uns den in einer lokalen Variable speichern. Also wir holen uns das View, in dem dieser Grid angezeigt wird. So, indem wir uns ganz normal in der Layout-Datei beziehungsweise in dem Layout, das wir aus dieser XML-Datei für unsere Activity gewählt haben, hier Activity Sound Machine, genau diesen Recycler View holen. Und das ist dann SoundGrid. Und dann verbinden wir unseren Adapter mit dem View, indem wir dem Recycler View sagen, dass es als Adapter den von uns erstellten oder das von uns erstellte Soundgrid verwenden soll. Also hier verbinden wir die beiden Bestandteile und aufgrund von den ganzen Methoden, die wir gerade eben implementiert haben in dem Adapter, sollte jetzt in Zukunft, wenn wir diese beiden Komponenten oder wenn wir den Adapter richtig verwenden, automatisch dann auch das Recycler View immer von diesem Adapter die Sachen holen, die es da
anzeigen soll. Damit das jetzt funktioniert, müssen wir noch dafür sorgen, dass dieser Adapter befüllt wird, weil, lassen Sie uns mal ganz kurz schauen, wir erstellen den Adapter, ArrayList mit Sounds ist leer, wir holen uns den RecyclerView, wir verbinden die beiden und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass wenn hier zum Beispiel, wenn ein Sound vom Manager erzeugt worden ist und der bereit ist, wir zum Beispiel sagen, wenn dieser Sound bereit ist, nehme meinen Adapter und füge da einen Sound hinzu. Und zwar den Sound oder den Proxy, den du für diesen Sound, der jetzt gerade erstellt worden ist, bekommst. Wir geben an das User Interface nur die Informationen weiter, die wirklich notwendig sind. Das User Interface muss nicht den kompletten Sound kennen, beziehungsweise muss nicht den ganzen Sound mit Media Player und so weiter kennen. Es reicht ja diesen Proxy, deshalb haben wir auch diesen Adapter so geschrieben, wie wir den geschrieben haben. Und nur diesen Proxy, also diese Repräsentation des aktuellen Zustands, dieses neu erstellten Sounds, geben wir an den Adapter weiter. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das Ganze neu starte. Und Sie sehen, noch nicht so viel, aber zumindest werden jetzt diese wunderbaren Sounds hier an dieser Stelle auch angezeigt. Das heißt, unser Adapter funktioniert zumindest schon mal in ja, dieser normalen Fassung, in der Form oder in der darstellenden Fassung, in dem jetzt diese Buttons im User Interface sichtbar sind. Wirklich viel damit machen können wir nicht. Aber das können wir jetzt ganz schnell lösen. Wir können nämlich jetzt sagen, wenn so ein Button angeklickt worden ist, das kriegen wir im Viewholder mit, wir fangen ja diesen Klick an, ab und wir geben das weiter, diese Information, dass dieser Button angeklickt worden ist, an den Listener, der sich im Adapter dafür registriert hat. Und wer ist dieser Listener? Die Activity ist der Listener. Die Activity ist der Listener, wenn das Grid erstellt wird, wo da bin ich, als Listener übergeben wird. Und dafür haben wir diese Methode hier implementiert. Und hier kriegen wir immer mit, wenn einer dieser Buttons angeklickt worden ist und hier da drauf geklickt worden ist. Und wir haben in unserem Manager ja schon eine Methode implementiert, die anhand von der ID ein Sound umschaltet. Schauen wir mal ganz kurz rein, was wir da letzte Woche implementiert haben. Wir haben diese Toggle-Sound-Methode implementiert, die anhand von einer ID, das ist diese automatische ID, die beim Erstellen von einem Sound übergeben wird, fängt bei 0 an, hört dann bei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 auf. Über diese ID den Zustand von diesem Sound ändert. Wenn der Sound gerade abgespielt wird, wird er gestoppt. Wenn der Sound bereit ist, wird er abgespielt. Und wenn es den Sound noch nicht gibt, dann passiert gar nichts. Also wir haben hier diese Funktionalität schon implementiert, dass der Sound jetzt auch tatsächlich abgespielt werden soll, weshalb in unserer Activity jetzt nichts mehr anderes notwendig ist, als das Ganze nur zu triggern. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal starte. Jetzt muss ich mal schauen, ob Sie das auch mitbekommen. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, ich glaube, jetzt funktioniert der Sound nicht so ganz. Schade. Ich glaube, das kriegen Sie jetzt noch nicht mit. Kümmere ich mich vielleicht gleich mal darum, dass ihr das noch irgendwie auch hören können, dass das tatsächlich funktioniert. Also ich sehe zumindest bei mir, dass ein Ausschlag kommt, aber ich glaube, sie kriegen das nicht mit. Also können sie ja mal ganz kurz bestätigen, sie hören keine Sounds, oder? Ganz leise. Ich mache es mal noch mal ein bisschen lauter. Also ich hoffe mal, Sie können ein bisschen was hören. Sonst natürlich super schade, wenn gerade bei der Soundmaschine das Ganze nicht funktioniert. Ich kann es nicht so ganz
nachvollziehen, ob es funktioniert. Ich sehe nur den Ausschlag, aber gut, wenn Sie das hören, perfekt. Was jetzt noch fehlt, ist eine Möglichkeit, dass wenn sich der Zustand von diesem Sound ändert, also wenn wir hier in der Activity mitbekommen, dass sich ja, der Zustand von unserem Sound geändert hat, also wenn der von diesem Ready in den Playing-Modus wechselt und von dem Playing-Modus wieder in den Ready-Modus, dass sich das Ganze im User-Interface auch noch entsprechend sichtbar macht. Und dazu müssen wir jetzt noch im Adapter eine einzige weitere Methode ergänzen, auch eine öffentliche Methode ohne Rückgabewert. Und die wird dafür benutzt, um den Datensatz zu ändern. Also wir machen eine Methode, mit der wir die Arrayliste, auf der der Adapter operiert, anpassen können und dann indirekt darüber auch das User Interface, indem wir dann dem Recycler View wieder Bescheid geben, dass sich das geändert hat. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, überlegen Sie sich immer gut, ob Sie in der richtigen Anwendung das so machen möchten. Also ich zeige Ihnen mal, was ich jetzt vorhabe. Ich übergebe hier einen Sound Proxy und ich schaue in meiner Arrayliste nach, indem ich über alle Einträge drüber iteriere. Sounds.size i++ if sounds.get an der Stelle i. ID ist gleich proxy.id. Also wenn ich hier an der Stelle bin, an der im Moment ein Soundproxy gespeichert ist, der die gleiche ID hat wie dieser neue Zustand, dann gehe in meine Arrayliste rein und überschreibe diesen Eintrag mit dem neuen Eintrag. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch aus dieser Schleife ausbrechen. Und wenn sich da was geändert hat, dann sagen wir das wieder dem Adapter, indem wir diese Notify-Item-Change-Methode aufrufen. Wir schauen dafür wieder nach, welches Objekt sich geändert hat, indem wir, nachdem wir das über diese Schleife angepasst haben, wir es dann mit der Index-Off-Methode wieder raussuchen. Und dann passiert das Gleiche, was auch bei der AddSound-Methode passiert hat. Bei der AddSound-Methode war die Konsequenz von diesem Notify-Item-Changed-Aufruf, dass sich der Recycler-View das erste Mal diese Einträge holt und hier müsste er sich jetzt immer den neuen Zustand holen. Aber jetzt nochmal ganz wichtig, überlegen Sie sich immer, ob das wirklich so ganz gut ist oder ob Sie nicht einfach sagen, mein Adapter hat immer eine Arrayliste und immer wenn sich die Daten ändern, übergebe ich dem auch eine komplett neue Arrayliste. Ich habe das jetzt so implementiert, weil wir einzelne Soundproxies immer rumreichen in der Anwendung, wenn sich irgendwas ändert an dem Zustand unserer Anwendung. Das ist aber nicht zwingend die beste Idee. Vielleicht ist es besser zu sagen, diese einzelteilige, kleinteilige Aktualisierung, die möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass der Adapter immer eine Arrayliste hat, die soll in dem Recycler View repräsentiert werden. Wenn sich irgendwas ändert, kriegt er eine neue Arrayliste. Und dann schaut der Adapter selbstständig, was sind die Einträge, die sich geändert haben, und gibt dann diesen Change, also diese Veränderungen an den entsprechenden Recycler View weiter. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir immer, wenn sich ein Sound ändert in unserer Anwendung und dementsprechend ein neuer Soundproxy an die Activity geschickt wird, wir die Möglichkeit haben, hier direkt auch diese Änderung weiterzugeben, indem wir in der Activity, das können wir jetzt noch machen, immer dann, wenn sich der On Sound State Changed Callback bei uns meldet, wir in das Grid reingehen und wir dann diese neue Methode aufrufen, die wir gerade eben geschrieben haben und hier da den neuen Proxy übergeben. Das sollte zur Folge haben, dass wenn ich jetzt hier nochmal die Anwendung starte, Sie dann sehen, wenn ich jetzt hier Sounds abspiele, ich kann auch mehrere gleichzeitig abspielen, das ist jetzt nicht zu laut, dass sich dann entsprechend auch der Zustand und das User Interface hier entsprechend ändert. Und dann haben wir,
unsere komplette kleine Sound Machine App implementiert und sind eigentlich fertig für heute. Wenn Sie jetzt mitgemacht haben und auch diese tolle kleine App haben, dann können Sie auf jeden Fall schon mal applaudieren und sich freuen, dass Sie jetzt eine unglaublich witzige Anwendung haben, die Sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit natürlich nutzen können, um Frohsinn und Freude zu verbreiten. Vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist, dass Sie hier nochmal am Beispiel gesehen haben, wie man mit diesem Recycler-View umgeht, weil das natürlich eine Komponente ist, die ganz elementar ist für Android und Android-Entwicklung und sicherlich auch noch in den Abschlussprojekten oder sowas eine große Rolle spielen wird. Aber insgesamt, was ich Ihnen hier zeigen wollte an dieser doch recht überschaubaren Anwendung ist, wie man planerisch vorgehen kann, also wie man sich mit Sketching und mit User Stories erstmal den Umfang so einer Anwendung festhalten kann, wie man dann ein Software Design planen kann. Da haben wir uns dann überlegt, aus welchen Klassen besteht das, wie werden die Informationen rumgereicht in unserer Anwendung und wie man dann User Interface und die, sagen wir mal, Logikkomponente oder die funktionale Komponente der Anwendung losgelöst voneinander implementiert. Wir haben ganz, ganz viel Mühe uns gegeben. Wir können da nochmal reinschauen, diese Sounds unabhängig von dem Rest der Anwendung zu implementieren. Wir haben das User Interface über den Adapter und den Viewholder unabhängig implementiert und wir haben die Activity und die verbindet die ganzen Elemente. Und wenn Sie jetzt auf die Projekte hinarbeiten, so ein kleiner Indikator, der ist nicht immer hundertprozentig richtig, aber wenn Sie sich fragen, bin ich auf dem richtigen Weg, was so die Trennung von User Interface und Logik und sowas angeht und allgemein bin ich auf dem richtigen Weg, was die Strukturierung meiner Anwendung angeht, wenn so eine Activity, zumindest bei den Projekten, die wir hier bearbeiten, so ausschaut wie hier. Ich kann mal die Log-Ausgaben rausnehmen, damit man dann wirklich nur noch das sieht, was man hier hat und nur noch am Anfang sowas initialisiert wird und danach über Callback-Methoden nur noch Komponenten miteinander verzahnt werden, dann finde ich, sind sie auf einem guten Weg. Also wenn am Ende ihre Activity auch so ausschaut, dann liegt das irgendwie nahe, dass die tatsächlich so als Mediator zwischen User Interface und den anderen Schichten kommuniziert. Wenn Sie mit Fragments arbeiten, können Sie das noch schöner machen. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, den Sie erreichen wollen. Nicht zu viel aufwendige Sachen in der Activity selber machen, das Ganze schön voneinander trennen, in der Activity dann auf irgendwelche Ereignisse reagieren und als Reaktion auf diese Ereignisse Informationen an andere Komponenten, sei es jetzt das User Interface oder sei es der Manager, wenn wir mitbekommen, welches Element angeklickt worden ist, weitergeben. Und dann haben Sie eine, können Sie sich zumindest halbwegs sicher sein, dass Sie da schon mal designmäßig auf dem richtigen Weg sind und dann können Sie restliche oder weitere Funktionalitäten immer Stück für Stück an den richtigen Stellen ergänzen. Das soll es jetzt aber erstmal für heute gewesen sein. Ich lade Ihnen den final erreichten Zustand auch nochmal hoch und stelle Ihnen den dann in den nächsten Tagen bereit. Aufzeichnung von dem Video gibt es auch wie immer. Und wenn Sie Lust haben, sehen wir uns nächste Woche auch nochmal am Montag für den letzten Stream in diesem Semester. Und da können wir dann, weiß ich nicht, vielleicht entweder noch ein bisschen was implementieren oder wir unterhalten uns schon mal ein bisschen über die nächsten Wochen, über die Projekte, die anstehen, über die Klausur, die ansteht und besprechen da dann alles Wichtige, was für dieses Semester noch zu sagen ist. An der Stelle aber, wie immer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben das ein oder andere Interessante aufgeschnappt und davon auch ein bisschen was behalten. Und nochmal, wenn Sie möchten, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit, schönen Abend und auf Wiedersehen.